aber so. Was wollen die denn mit 4 km/h anfangen? Ja? Sagen wir, da fährt einer 90, wird geblitzt. Dann ziehen die eine Toleranz ab von 6 km/h, bleiben 5 km/h übrig. Was wollen die mit 5 km/h anfangen? Das ist ein Hühnerschiss. 5 km/h zu viel. Da lachen die Hühner auf der Stange drüber mit den Witzen. Wenn der 20 km/h zu schnell ist, ziehst du 6 km/h ab. Hast du 14 zu schnell. Das ist schon eher was. Es reicht zwar nicht zum Laufen, aber immerhin um ein bisschen Geld aus dem Autofahrer aus der Tasche zu leiern. Ja. Fährst du jetzt 30 km/h zu schnell, sieht die Sache wieder anders da aus. Alles, was über 20 km/h zu schnell ist, abzüglich der Toleranz. Fährst du 40 zu schnell? Naja. Hast du Ausgang? Jetzt los. Richtig wohl. Das ist das, was du mir damit sagen willst. Mit der Blume. Es kommt noch ein VW auf die Autobahn. Passat. Das ist Passat. Und wir fahren 70. Möchtest, kannst du das gerne tun. Du kannst gerne 70 fahren, wenn du willst, aber nicht vor mir rum. Da werde ich dich überholen, genauso wie den Armleuchter hier aus Dresden. Wenn ihr 70 fahren wollt, habe ich kein Problem damit. Ihr könnt euch 50 auf der Spur fahren. Aber nicht, wenn ich hinten dran hänge. Da habe ich was gegen. Ich habe 25 Tonnen Getränke drauf. Ich habe da echt keinen Bock, dir den Layout zu bezahlen. Motherfucker. Und wir hatten noch drauf 87 km/h. Wir haben immer noch 87 km/h drauf. Thema. Als sich der Autofahrer gerade aufgebissen hat, dass ich überholt habe, hat er interessiert mich. Wenn er zu blöd seid zum Gas geben, ist nicht mal ein Problem. An deiner Stelle würde ich Gas geben, weil ich nämlich 87 gekauft habe. Bamberger, gib Gas. Wenn das da läuft. Tempomat ist bei 84 eingestellt.
schnelles Auto geholt. BMW Hurricane zum Beispiel. Von der Nummernschilder abgemacht. Affenkostüm angezogen und dann auf die Autobahn. Hier rein in den Tunnel. Den kompletten Tunnel, den kompletten langen Tunnel mit 7,5 Kilometer, einfach mal mit 200 durchgepfiffen. Dann auf der anderen Seite gedreht, wieder durch den Tunnel durch. Dann wieder gedreht und wieder durch den Tunnel durch. Mit über 200 km/h. Wieder gedreht und wieder durch den Tunnel. Die Dinger sind nur noch am Blitzen. Blitz. Ja, guck mal, schau, BMW, Hurricane, da sitzt der Aff am Steuer. Sehr schön. Können die wohl gar nichts machen. Lamborghini ist etwas teurer zu mieten. Aber die Dinge, die Karre fährt unter 340 auf der Autobahn. Wenn der dann komplett wie bei James Bond zum Beispiel, Nummernschildumschaltung, klack, 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 steht hinten drauf, fuck you. Die Bullen fahren hinten nach, fährst gerade 200, 250 schaffen sie, 260, 270, 280. Kommt drauf an, dass der Auto dich dir nachfährt. 340 km auf der Autobahn. A7 Richtung Ulm zum Beispiel, da geht es nur geradeaus. Da wenn du mal auf 340 beschleunigst, lasst du die Bullen nur noch im Rückspiegel. Und selbst dann bei Höchstgeschwindigkeit nicht mehr lange. Die sind ganz schnell verschwunden. Ich kann das Tempo nicht mithalten. Immer so nebenbei. Und dann kommt der Polizeihelikopter und so weiter. Den Kombus ist ja nett mit dem Ding. Weil ein paar Kilometer weiter wartet die nächste Streife auf dich. Und der Polizeihelikopter. Es ist nicht so wie bei Need for Speed. Dass du mit dem Lamborghini mal kurz in den Tunnel fährst und wartest. Der Helikopter wartet auch. Der weiß, wann du rausfährst. Der sieht dich. Ob du jetzt bei der Seite oder bei der Seite rausfährst, ist das egal. Der kann die Autobahn überblicken. Auf seiner Höhe. So einfach ist es. Wer meint, in Need for Speed der Beste zu sein, der kann ja gerne mal probieren, ob er es im realen Leben auch schafft. Ich gebe euch nur einen Tipp. Danach dürft ihr laufen, ein Leben lang. Da kriegt ihr nämlich keinen Führerschein mehr zurück. Denkt vorher nach, bevor ihr es macht. Ob es euch das wert ist. Bis ins hohe Alter, als Fußgänger. Nie wieder Auto fahren. Nur mal um auszuprobieren, ob man den Bullen entkommen kann. War der Golf. Übrigens, ist mir egal. Ich würde es auch machen, wenn die Bullen von der dran werden. Ich mag's ja auch bei Blitzern lachen. Und was wollen die Bullen machen? Können nicht viel machen. Na, Herr Waldschrat. Haben Sie nichts mehr zu fällen im Wald? Was? Sagen Sie mal, sind Sie derjenige, der lesen oder der schreiben kann? Hä? Ja, noch zu sprechen.
kleines Problem. Ich weiß nicht, was bedeutet eigentlich Abschlag. So als Fragestellung. Ich weiß nicht, was das Wort bedeuten soll. Es heißt Abschlag. Du musst ja nicht unbedingt auf die Nase binden, dass du ihn damit meinst. Das weiß er ja schon. Meint sie mich damit? Ich frag ja nur. Ja. So kleine Spielchen ist das. Das Spielchen heißt Simon sagt. Simon sagt, spring. Da hat er nicht zu fragen, warum, sondern wie hoch und wie weit. Simon sagt. Das war Stirb langsam Teil 3. Simon. Das ist der Bruder von demjenigen, der aus der im zweiten Teil aus dem 80 zum Stock gesprungen ist. Simon Gruber hieß der. Das war der Bruder von demjenigen, der im zweiten Teil das zeitliche gesegnet hat. Ne, warte mal, im ersten Teil war das, ne? Im Takuma Plaza war das, glaube ich. Takuma Plaza. Irgendwas in der Richtung. Erster Teil. Mit dem Bullen am Anfang. Mit dem Fetten. Wo er den wo er den Bürostuhl zum Fenster rauswirft. Um auf sich aufmerksam zu machen. Dann nimmt er noch einen Bürostuhl, stellt ihn in den Fahrstuhl, drückt drauf. Die ganze versammelte Meute mit ihren Schnellfeuerwaffen stehen unten und der Fahrstuhl geht auf. Ding Dong geht auf. Sitzt einer drauf, hat eine Zipfelmütze auf vom Weihnachtsmann und ein Schildchen um den Hals. Motherfucker, irgendwas stand da drauf. Ho, ho, ho. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ich habe im Film schon ewig lang nichts gesehen. Im zweiten Teil war das mit dem Flughafen. Wo das Einsatzkommando mit Blattpatronen geschossen hat. Die haben dazu geführt. Ja, ja. Und im dritten Teil ging es nicht um Rache, da ging es um Geld. Eigentlich um Gold. Die Goldreserven von der Stadt haben sie geklaut. Mit zehn Lastern, Kipplastern, haben sie das Gold abtransportiert. Das war genial. Mir hätte schon ein LKW gereicht. Voll mit Gold. Boah, ich drücke es gerade ein bisschen nach rechts rüber. Cent kostet der Abschnitt. A7121. Talbrücke, rotes Tal. Sehr schön. Uhr. Fahrzeit. Ja, wir haben noch genug. Das reicht noch. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Oder umgekehrt. Das geht auch. Zu viel Regen, zu wenig Sonnenschein. Schönes Wetter heute.
macht das eh keiner auf. Das ist die Luft für die Leute. Von daher brauchen wir auch kein Licht. Da reicht das Standlicht völlig aus. Ist einfach so. Bei dem Wetter mit 200 auf der Autobahn fährst, musst du dich nicht wundern, wenn du mit der Front oder mit dem Heck irgendwo in der Landmasche einsteigst. Ist einfach so. Politiker wollen ja 120 einführen, schaffen es aber nicht. Auf Deutsch gesagt, es muss etwas Schlimmes passieren, damit man auf 120 geht. Dafür ist, dieses Gesetz durchzubringen, 120 Durchgeschwindigkeit auf der Autobahn. Und zwar komplett. Dann darfst du Autobahn nur noch 120 fahren. Dann darfst du nicht mehr schneller fahren. Dann darfst du nicht mehr die Sau rauslassen. Dann darfst du nur noch 120 fahren. Die Zeiten, wo du mal schneller wie 120, 180, 200, 220, 240 fahren konntest, die sind dann vorbei. Irgendwann sagt die Autoindustrie, dann brauchen wir auch keine Autos mehr zu bauen, die schneller als 120 fahren. Tja, recht gehabt. So ist das nun mal. So, dass die Autoindustrie solche Trümmer rausbringt, wie den Porsche Cayenne. Also so SUVs, wo eine Menge Gewicht haben, eine Menge Sprit verbrauchen, ich weiß ja warum. Es ist bei denen noch nicht ankommen, dass wir kleine Autos wollen. Spritsparende Autos. Weil Gehalt und Auskommen, also wenn man mal hergeht und man ist Leiharbeiter und hat ein Auto, was 25 Liter braucht auf 100 Kilometer. Ja, man hat früher einen schönen Job gehabt, da war man noch fett im Geschäft, da hat man 2500 Euro gekriegt, monatlich netto. Und jetzt wurde man abgesägt, die Firma braucht einen nicht mehr, die holen sich jetzt rumänische Mitarbeiter, die schaffen für 3 Euro die Stunde. Ich habe vom Arbeitsamt einen Job angeboten, Leihnäher, für 7,91 € die Stunde. Und muss jeden Tag 30 Kilometer zum Kunden fahren.
Und wenn ich meine alte, oder wenn ich die Firma, wo ich mich letztens vorstellen musste, noch eine Erinnerung habe, die haben angerufen am Dienstag. Ja, ich soll mich doch vorstellen bei Ihnen als Leihnächer. Das war eine Leiharbeiterfirma. Und ich soll am Donnerstag meinen Lebenslauf mitbringen. Da war ich noch arbeitslos. Das war vor meiner Zeit als Berufskraftfahrer. Da fing das mit Leiharbeit gerade an. Da war ich auch mal Leiharbeiter. Ein Jahr lang. Naja, einmal und nie wieder, sagt man. Ja, es hat auch Spaß gemacht, klar. Aber irgendwo ist dann eine Grenze erreicht, wo man sich sagt, nee, ich mach das nicht. Ich will nicht Näher sein für irgendwelche Leute. Und dann kam ich dann Donnerstag hin, schon dieses arrogante Getue. Morgen hinsetzen. Aha. Haben Sie Ihren Lebenslauf dabei? Nee. Warum nicht? Weil ich keine Lust hatte. Was? Ich hatte keine Lust drauf. Das war so eine arrogante Ziege, die gemeint hat, sie ist ja die Chefin von dem Verein hier. Und ich bin ja nur so ein kleiner Nächer, so ein kleiner Arbeiter. Und sie steht über mir als Frau. Habe ich nichts dagegen, Frauen als Chef. Warum nicht? Aber dann so dieses arrogante Getue. Hey, guck, schau, hey, ich bin ja der Chef von der Firma. Ich hier, schau, geschwellte Brust. Naja. Habe ich hier ganz klipp und klar gemacht, im Lebenslauf habe ich keinen dabei. Warum sollte ich? Ja. Ich habe aber keine Lust gehabt, das zu schreiben. War es ja schon mal da gucken, hatte schon mal nach Luft gewunken. Ich habe so ein Problem damit. Ja, ich würde schon ganz gern wissen, warum sie nicht. Warum nicht? Weil ich so Sonne bei Ihnen anfange. Was? Ja, ich fange nicht an bei Ihnen. Mal eine andere Frage, was kriege ich denn eigentlich? Ja, Sie kriegen 7,91 €. Also, Mitarbeiterlohn. Aha. Wie sieht es denn aus mit, hier, Spritkohle? Ja, wird erst ab 31 Kilometer bezahlt. Da ist nämlich der Hund begraben. Das heißt, die schicken dich zu einer Firma, die liegt 30 Kilometer entfernt. Da kannst du jetzt nicht hergehen und sagen, ich bin 31 Kilometer, 32 Kilometer, weil die guckt dem Computer nach und sagt, von meinem Wohnort zur Firma sind es 30 Kilometer. Exakt 30. Und ich sage, es sind 32. Was sie sagt, gilt. Nicht, was ich sage. So schaut es nämlich aus. Habe ich hier ganz, ganz klipp und klar deutlich gemacht. Wir werden keine Freunde. Ich werde auch nicht für sie arbeiten. Erstens einmal Geld. Okay? Geldmäßig. Funktioniert schon mal nicht. Zweitens Spritkosten. Ich bleibe auf meine Spritkosten sitzen. Ich fahre doch nicht 30 Kilometer dann auf und wieder zurück auf mein Geld. Wie ist denn das eigentlich? Kriege ich das gleich ausgezahlt? Nein. Das muss ich auch noch vorstrecken. Ja. Ja, hier Vogel oder was hier oben? Habt ihr euch jetzt hingeschissen oder so? Ein Monat lang. Jeden Tag 30 Kilometer mit meinem Auto. Wo soll ich die Kohle hernehmen? Ja, das ist ja nicht unser Problem. Ja, es ist euer Problem, weil ich mich dann nicht hier zur Arbeit komme. Da gibt es Firmen auf diesem Planeten. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Da werden die Fahrer geladen. Möbeltransporter. Die kriegen Ware in Kartons verpackt. Und die fahren die von Möbellager zu Möbellager. Das ist sowas wie Ikea für Arme.
Kindermöbel in dem Fall. So, der Fahrer wird geladen, kompletten Gliederzug und fährt die Ware jetzt zum Kunden. Jetzt stellt der Kunde fest, es sind zwei Kartons kaputt. Der Fahrer notiert das mit Bestellnummer, mit allem drum dran, ja, den Karton, nimmt den Aufkleber, schreibt die Nummer ab. Die Firma, er sagt dann auf seine Firma Bescheid, die Firma sagt jetzt, bei dir ist die Ware kaputt gegangen, wir ziehen es von deinem Gehalt ab. Was? Und das Härteste an dem Ganzen ist, sie ziehen es nicht nur dem Fahrer ab vom Lohn, das was der Karton wert ist, sondern reichen das auch noch bei der Versicherung als Schaden ein, Transportschaden. Und kriegen noch einmal von der Versicherung das Geld für die Kartons. Solche Firmen gibt es. Und der Fahrer, der kriegt im Fernverkehr, also im Linienverkehr, ist kein Nahverkehr, 1.300 Euro. Netto. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Bei der Firma habe ich auch mal gearbeitet. Da kam ich aus Trier zurück mit meinem Packkollegen. Ich war ein guter Kumpel, den habe ich gesagt, ey, ich habe einen guten Kumpel, der kann was, der hat Kraft. Ja? Der trägt hier 100 Kilo Kartons, trägt er mal eben unterm Arm hier zum Kunden in 10. Stock hoch. Das war ein Bär. Genau wie ich. Naja, bei mir waren 50 Kilo Kartoffeln. Ich war etwas schmächtiger wie er. Ist egal. Ja, ich habe keinen Zack. Ich hab früher im Nahverkehr keinen Zack gehabt. Ich habe mir die Kartons unter den Arm gepackt und habe sie zum Kunden getragen. Ja, war ein bisschen vor der Haustür hingestellt und der Kunde gefragt, was ist das? Och, das sind ihre Schrauben, wo sie bestellt haben. Oh, kann ich gleich mitnehmen. Was sind da drin? Ja, da sind Schrauben drin. Haben sie hergetragen, natürlich. Ja, können Sie vielleicht? Natürlich kann ich. Wohin? Dahin? Kein Problem. Hochkurbeln. Hallo? Mach das mal 2 Jahre lang. Früher schon Krafttraining gemacht. Ist egal, wurscht. Dann kam ich aus Trier wieder zurück. Komplette Tour durchgefahren. Auf die Tachoscheibe. Dann mussten wir nach Dortmund fahren. Das war nicht die erste Tour, wo wir gefahren sind. Auf Urlaubsschein. Und dann soll ich von Dortmund wieder zurück. Dann habe ich die Firma angerufen, habe gesagt, pass mal auf. Das ist meine letzte Tour. Wie? Das ist meine letzte Tour. Ich mache jetzt Pause. Meine vorgeschriebenen 9 Stunden, 10 Stunden mache ich jetzt Pause. Nein, doch. Mein Urlaubsschein, ja, den habe ich zerbissen, habe ich in die Mülltonne getreten. Was? Richtig gehört. Und wenn ich daheim bin, beziehungsweise euch bei der Firma, gebe ich einen LKW ab, dann können mich alle mal kreuzweise am Arsch lecken. Bumm. So kurz habe ich gemacht. Wenn der Chef kommt und sagt, du fährst jetzt dahin, dann fährst du dahin, kriegst einen Urlaubsschein, du machst keine Pause, fährst zum nächsten Kunden, dann fährst du dahin, irgendwann bist du platt. Und irgendwann fährst du hier durch die Mittelleitplanke im Gegenverkehr. Solche Leute gibt es auch, solche Chefs. Das sind die allergrößten Arschlöcher auf diesem Planeten. Die vom Fahrer verlangen, ja, du fährst rund um die Uhr. Hier hast du einen Urlaubsschein, packen mit 5 cm, füllen aus, fahr weiter. Und der Fahrer sagt, blablabla. Ja, du hast dich gar nicht zu beschweren, weil sonst bist du nämlich arbeitslos. Lieber arbeitslos als Mörder. Das habe ich mir gedacht. Lieber arbeitslos, also mein Kumpel gesagt, pass mal auf. Das bringt nichts. Wir hören auf hier. Sollst du machen? Haben wir aufgehört. Mich angerufen, sag mal, pass mal auf, Chef. Ja, ich habe dich versucht die ganze Zeit, das habe ich gemerkt. Der hat in einer Tour angerufen, ich habe das Handy ausgemacht.
Ich habe dann abends nochmal mit ihm telefoniert und gesagt, ich komme zurück. Sei froh, dass ich deinen Laden in den Schutt und Asche lege. Die Stimmung hatte ich damals. Das geht ganz schnell. Solche Firmen gibt es. Bin ich ja Italien gefahren, da war das gleiche Spiel auch. Aber ich hab Pause gemacht, weil ich hab das nicht eingesehen. Wenn ich dann der Disponent immer rund gemacht hat, weil ich mal Pause neu gemacht habe. Warum? Deshalb wieso? Ja, weil das gesetzlich vorgeschrieben ist. Weißt du was, das geht mir so am Arsch vorbei. Gehen wir vor Gericht. Ich möchte gerne sehen, wie du dem Richter erklärst, warum du von mir verlangst, dass ich über meine Zeit rüberfahre. Das möchte ich gern sehen. Welches Argument du nimmst, mich dazu zu bringen, über meine Zeit rüberzufahren. Das möchte ich mal gern sehen. Vom Arbeitsgericht, ne? Angeklagter bin ich, weil ich ja nicht rund um die Uhr fahre. Und dann sagt der Richter, sag mal, tut mir leid, aber ich verstehe die Anklage nicht. Sie klagen den Fahrer an, der seine Pausen einhalten möchte. Ja? In welchem Land leben wir eigentlich? Melgerstädter Höhe, der einzigste Restluft, den es gibt auf der Autobahn. Auf der hier. Es gibt keinen Restluft, außer hier. Das ist unglaublich. Aber da kommen noch ein paar, bestimmt. Da kommt vielleicht noch ein, zwei Stück. Das sind Zustände, ne? Wie bei Sodom und Gomorra. Boah, ich komme da nicht nach links rüber, komme ich gar nicht mehr. Fahr mal nach rechts rüber. Hauptsache, ich stehe schon mal vor der Tanke und kann hochfahren. Machen wir mal kurz Pause und dann fahren wir weiter.